Willkommen zu einem weiteren Infovideo. Na, diesmal habe ich nicht so geile Nachrichten. Also es ist wirklich nicht so toll. Aber erstmal zu den anderen Sachen. Wie findet ihr Warriors Orochi 3 im Moment? Falls ihr es gut findet, dann habe ich echt was Schlechtes für euch. Weil ich habe ja immer so einen Chaos-Mode angekündigt, ne? Nochmal alle Missionen, aber ich bin ja jetzt schon, ich habe ja schon vorgedreht und so, ne? Und das wären so schon. Das wären knapp 70 Videos, nur Normal-Mode. Und Chaos-Mode nochmal alles machen? 140 Parts? Nee. Darum lasse ich den Chaos-Mode. Werde aber wahrscheinlich die beiden letzten Missis im Chaos-Mode machen, damit es dann richtig schwer wird. Da hat man es ja im Prinzip schon wieder wettgemacht. Also ich hoffe, da seid ihr nicht allzu böse, weil das kommt eigentlich relativ gut an. Oder ist Orochi 3? Ist ja auch neu. Meine anderen Spiele sind ja ziemlich alt. Also ich mag halt den Nostalgie-Effekt, das muss man dazu sagen. Wenn man nochmal alte Spiele rauskam, man hat fast alles vergessen. Ich muss dazu sagen, all die Spiele, die ich Let's Play, weiß ich fast gar nichts mehr von. Darum ja, das ist schon geil. Soweit, so gut dazu. Ja, ihr seht schon, dann werde ich das beenden, wenn ich das dann fertig habe, das Warriors Orochi 3. Und dann, stattdessen werde ich dann immer ein Pokémon Let's Play mal aktiv halten. Und ja, was es sein wird, werde ich euch nur nicht verraten. Hat auch was mit diesem netten Pokémon zu tun, mein Lieblings-Pokémon mit ihm hier. Ja, damit hat es was zu tun, auch von der Generation her. Na, jetzt wissen es eh schon die meisten, na gut. Ja, das sollte dazu reichen. Ja, und jetzt komme ich gleich zu dem etwas Schlimmen, was mich echt kränkt ein bisschen. Und dazu sehen wir uns gleich bei meinem YouTube-Account wieder. Also bis gleich. So, hier geht das Drama nicht weiter und hier fängt es im Prinzip an. Ja, ich gucke mir auch mal ganz selten mal so kurz rein in meinen Parts, ne? Wie ich so drehe, sind ja eigentlich ziemlich ganz gut immer. Nur, also von der Qualität auf jeden Fall auch. Aber dann mir ein Schock aufgefallen, wo ich heute reinschaute. Ja, ab diesem Part ging, glaube ich, noch alles ziemlich gut. Es war der 19. Juli. Da ging alles noch super. Doch dann, ab dem 20. Juni bis zum 23. Juni ist im Prinzip alles beschädigt, sag ich mal. Ich weiß nicht warum. Wenn ich es bei meinen Videos öffne, dann ist alles perfekt. Ist alles perfekt. Ich hab's ja gerendert. Es läuft perfekt. Aber wenn ich das hier bei YouTube reinsetze, ich weiß nicht, was verkehrt mal. Ich lade es ganz normal hoch. Aber was passiert? Ich weiß, ich suche mal euch ein Beispiel raus und dann sehen wir uns. Das ist so schrecklich. Es geht gar nicht. Was ist mit YouTube los? Naja, bis gleich. Ja, hier sind wir jetzt bei so einem Video aus diesem Kram da vom 22. Also da ist ja irgendwie was komisch. Es werden da gleich so Quadrat. Da seht ihr das? Das ist nicht normal. Ich weiß nicht, was habe ich da gemacht? Ganz normal aufgenommen, ihr seht's ja. Habe ich noch was rausgesucht eben. Noch so ein schlimmes Moment, sag ich mal. Bei Fox war das. Ja, ich weiß nicht, welche Minute. Es tut mir ein bisschen leid. Was ist das denn? Mit diesen Kästchen. Komm, so Kästchen, manche Sachen verschwimmen. Was ist das? Ich weiß jetzt nicht, welche Sekunde das direkt war, aber ich lasse mal nebenher laufen und stören euch die Kästchen, frage ich mich mal. Ich gebe mir Mühe. Ist ja sonst auch alles okay. Kommt ja auch nicht auf. Da, diese Stelle. Die fand ich ganz schlimm. Also ich bin da echt pingelig mit sowas. Also ist nicht lange und so, ne? Aber stört euch das? So, manche nehmen ja auch vom Fernseher aus, ich verstehe gar nicht, wie sich sowas ein Let's Player nennen kann, aber das finde ich jetzt auch nicht so pralle. Ist ja sonst auch HD-Qualität und alles, aber pff, was ist das? Liegt das an YouTube? Kennt ihr das Problem? Also wenn ja, dann schreibt mir bitte, was es ist und wie man es vermeiden kann. Ich habe alles gemacht, wie sonst auch immer ging das ja. Und ja, was ich jetzt machen soll, weiß ich auch nicht. Ich habe Tabu zweimal hochgeladen. Einmal ohne dass ich nebenbei spiele. War es auch nicht.
perfekt, war zwar besser, aber auch nicht perfekt. Und ich habe es ja sonst auch mal so gemacht, nebenbei zocken und nebenbei und dann hochladen. Aber ich, na, ich weiß nicht. Sehr merkwürdig, Freunde. Und ich stopp mal das Video. Ich weiß nicht, was ich da machen kann. Es ist bei vielen Videos so, bei manchen schlimmer, bei manchen nicht. Bei diesen ging's jetzt, habe ich auch nochmal re-uploaded. Ja, und ich weiß echt nicht. Wie gesagt, schreibt's mir, wenn ihr es wisst, sonst, ob ihr es so tragisch findet, ich mache mir nicht schon ein bisschen Gedanken darum. Und ja, sonst wünsche ich euch viel Spaß bei den kommenden Let's Plays. Bei Guild Wars ist es übrigens nicht so, oder mir ist es nicht aufgefallen. Das ist ja auch schon mal merkwürdig, oder? An der TV-Karte wird es nicht liegen. Ja genau, ich zeige euch mal, warum es nicht an der TV-Karte liegen kann. Bis gleich. Ja Leute, ich habe das mal ausgesucht, diese Minute hier mit Fox und Peach. Das ist jetzt bei meinen Videos, ihr seht es ja oben. So, du kommst jetzt mal runter, Peach. Und ich mach mal lautlos. Und ja, ihr seht es. Einwandfrei. Das einzige Problem wäre jetzt vielleicht nur Lex, weil ich mit Fraps jetzt noch aufnehme und so, aber pff, was geht ab? Ist das normal? Das ist doch. Ihr seht es, läuft. Ja gut, Lag kommt. Aber das Problem ist ja, wie gesagt, diese Kästchen. Hier sind keine Kästchen, auch wenn es jetzt Lag, das ist vollkommen normal. Hier sind keine Kästchen. Und wenn ich so hochlade, kommen auf einmal so Kästchen. Wie kann das sein? Jetzt habt ihr es gesehen. Wer es weiß, bitte schreiben. Würde ich mich sehr darüber freuen, dass ich es in Zukunft meiden kann. Ja, ich denke, das war es so, auch wieder. Hier. Und, ja, ich würde sagen, bis dann und ja, ich würde mich über eine Anfrage freuen. Und ja, ciao, bis zum Let's Play dann. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann und ciao.